Hallihallo Leute, einen wunderschönen guten Freitagnachmittag. Wir sind wieder da mit Stardew Valley im Multiplayer. Der Fortschritt wurde gespeichert. Mit Bloodyfox13 am Hauptcontroller. Und TheVardrag am Nebencontroller. Hauptcontroller und Nebencontroller, was es nicht alles gibt, Leute. Was es nicht alles gibt. So, wir haben einen Brief gekriegt. Wahrscheinlich sagen sie uns, hey, bald findet die Gruselnacht da statt. Ne, Qualitätssteine. Morgen, steht im warmen Wetterbericht. Wow, habe ein paar Qualitätssteine gefunden. Vielleicht kannst du damit was bauen oder so. George. Hallo Fox, schon ein Frösteln in der Luft gespürt? Könnte der Einzug des Winters sein. Oder das Kribbeln eines dunklen Geistes, der uns hilft, das Fest von morgen zu feiern. Die Geisternacht. Komm um 22 Uhr vorbei, wenn du mitmachen willst. Bürgermeister Louis. Warum gibt es eine einzelne Erdbeere? Ich will keine Erdbeere. Gibt es irgendwas anderes? Tränenrose gibt's auch. Warte mal. Nee, wir brauchen eine Poppy, glaube ich. Nicht eine Fairy Rose. Was sagst du mir jetzt? Die Gasbratwoche haben wir schon. Tja. So. Süße Edelsteinbeere. Hast du 2 davon? Wir haben 11 davon. Ja, wenn du gehst du jetzt sofort zum Wald? Ich würde dir eine geben. Ja, dann kannst du die halt unterwegs bei mir in der Angelkiste versenken. Da kann ich die mal mitnehmen. Mach ich gleich, ich muss vorher noch gießen. Oh ja, ich muss sowieso noch die Tiere machen, den Zaun reparieren. Mal wieder, ja. Ich glaube, wir sollten einfach die mit Kisten einzäunen oder sowas. Zauntore. Zauntore können nicht kaputt gehen. Aber Zauntore verbinden sich auch nicht mit Zauntoren, oder? Ich glaube schon. Das probieren wir mal irgendwann. Das wäre dann Zauntorception. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir nehmen uns jeder eine Sweet Jamberry raus. Wir verkaufen die eine, die Goldqualität hat. Und die anderen vermehren wir. Das sind dann also 7, die wir... 8, die wir vermehren können. Reicht nicht mehr sein. Dann können wir die schon effektiv verdoppeln, wenn wir dann den das Gewächshaus haben. Andersrum. Ja. Und dann können wir die, wenn wir es schaffen, im Winter noch das Gewächshaus zu bekommen, können wir sie verdoppeln, dann nochmal verdoppeln. Das sollte ausreichen. Da fehlt uns das Gewächshaus noch. Eine Baumfrucht und Wolle oder ein Hühnerei, ein Entenei. Genau, die Ente kaufe ich jetzt. Mach das. Die muss dann auswachsen. Ja, das kriegen wir also dieses Jahr noch hin. Und eine Baumfrucht mit Glück. Also heute ist nichts dabei. Morgen vielleicht. Ich überlege gerade, ob es eine andere Möglichkeit gibt, aber es ist nur vom Traveling Merchant, reisender Händler. Ente. Jeder Entenstall für die neue Ente. Aber ich will ihn in den Entenstall setzen. Ey, Entenstall. Tu was immer ein Entenstall so tut. So, hattest du Heizung gekauft gehabt? Nein. Brauchst du das Geld jetzt gerade noch? Ich brauche das Geld nicht. Kannst eine kaufen. Dann kaufe ich nämlich eine Heizung erst. Warte mal, wir können noch eine zweite kaufen gleich. Ich habe nur ganz kurz... Oh. Okay, das hat sie nicht verdoppelt effektiv, aber... bist du noch bei der Heizungstante? Ja, ungefähr. Okay, ich werde ganz schnell zu Pierre laufen. So, wir haben jetzt schon 13 und noch 2 drin, 13 Seeds. Und noch 2 in den Seedmakern, das reicht also, um uns ein bisschen Gewinn zu machen. Guckst, dass eine übrig bleibt für mich? Also die hast du schon extra liegen. Ich habe 3 extra liegen, eine zu verkaufen für Pierre, die Gold, und 2 mit normaler Qualität für uns beide. Mhm. Ich verkaufe jetzt aber nicht alles, sondern nur das erstmal. Und die anderen Sachen verkaufen wir dann am Ende des Monats mit der großen Ernte. Jo. Aber ich würde sagen, wir bringen das diesmal alles zu Pierre, damit der es im Angebot hat, um ein paar Texte mit Villagern zu triggern. Ja, da ich sowieso nicht mitrede, kannst du das machen, wie du möchtest. So, und was wir dir kaufen sollten unbedingt, ist eine kleine Verkaufsbox unten für dein Haus da unten. Ja, aber was verkaufe ich da schon groß? Oder nicht? Da kannst du lieber eine neben das Gewächshaus nochmal stellen. Das könnten wir auch machen, ja. Wir haben jetzt übrigens 17 seltene, seltene süße Edelsteinbeere. Nice. Saaten. Da sind also schon mal 6 mehr, als wir vorher hatten. So, Heizung stehen drin. Sehr gut. Ich werfe dir in deine Kiste unten eine Edelsteinbeere rein. Ja, ich folge dir gleich. Bin unterwegs. Mit Abstand das Süßeste, was du hier gegessen hast. Oder? Ja, gerochen. Oh. Ich wusste gar nicht, dass man süß riechen kann. Ich dachte immer, süß wäre ein Geschmack. Hallo Vögelchen, flieg weg Vögelchen, Schiffsvögelchen. Ich bin gerade noch so im Bildschirmrand. Ja, du bist immer zu sehen bei mir, aber... Flup, flup, flup. Erleuchtet. Wieso hast du deine Sternenfallfrucht eher Ich hab gar keine... Die Frucht gar nicht aufgebraucht. Sehr gut, dann kannst du die noch in den Dings packen. Oder warte mal, versuch mal, ob du sie ihm geben kannst. Ich glaube nicht. Nein. Versuch mal, ob du ihm geben kannst. Nein. Okay, sehr gut. Dann können wir die noch... ja, oder so. Michael! Dann tötet du die Slimes und ich hacke Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Guckt, wir können durcheinander durchlaufen. Ja. Dann haben wir zumindest die Ente schon mal, die muss man auswachsen, das dauert glaube ich eine Woche knapp. Wo bin ich jetzt da? Da und da dann haben wir auch das Entenei. Und dann brauchen wir noch die Baumfrucht. Entenei, Entenei, Entei. Ja, aber in 2 Tagen können wir noch mal gucken, neuer Tag, neues Glück, neuer Sonntag, weißt du? Ja, ja, ja. Wir hätten die Pomegranate nicht geben sollen, das ist so ärgerlich. Ja, das ist wirklich ärgerlich, daran habe ich nicht gedacht. Erdbeere, Überlebensburger, Feenrose, Tulpe, Pastinakensaat, Bohnen, Pastinake, Schleim, Katzenfisch, Tulpe, Sammlervogelscheuche. Oh, die haben wir auch noch nicht. Aber. Witzig ist, dass die Pastinakensaat teurer ist als die Pastinake, die man zu einer Pastinakensaat machen kann. Ja. So, gehst du noch die Crabpots absammeln? Oder? Ah ja. Wenn wir sowieso gerade nichts zu tun haben. Das ist gut, ja, ja. Das ist eine gute Idee. Crabpot, Crabpot. Ich sammle die Crabpots ab. Russland ist ein schönes Land. Hey! Glaube ich jedenfalls. Ich war noch nie in Russland. War schon immer jemand in Russland von euch? Das gilt natürlich auch für die Leute, die das auf YouTube dann nachschauen. Nein. Also ja, gilt für die Leute, aber ich war noch nicht in Russland. Ich war auch noch nicht in Russland. Das hast du eben gesagt. Sassi war auch noch nicht in Russland. Okay. Ich frage, war schon jemand in Russland? Und ihr sagt nein. Und ich sage, warum nicht? Ich könnte jetzt eine Verkaufsbox an meinem Haus gebrauchen. Naja. Was kannst du in der Verkaufsbox an deinem Haus? Oh. What a pity. Achso, das habe ich ja gerade nicht drin. Genau. Was ich super witzig finde, er hat mir heute gesagt, welche Mods alle nicht funktionieren, weil die gerade outdated sind, weil das passiert halt einfach ab und an mal. Warum ist eigentlich noch eine Bambusstange in der Kiste? Na egal. Na, wo sind die sonst? Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht. Oh, nochmal 3 Saaten. Das ist super gut. Das ist wirklich gut. Wir haben jetzt 20. Wir hatten vorher 11. Da können wir fast einen Iridium-Sprenkel damit ausfüllen. Ja, im Gewächshaus dann. Wir hatten einfach mal vorher 11 Stück, haben eine verkauft und eine weggegeben. Und also aus 9 Stück haben wir 20 rausbekommen. Das ist eine echt gute Rate. Mhm. Da kann man sich echt nicht beschweren. Also man könnte, man wollte, aber man will nicht. Alle unsere Zuschauer waren noch nie in Russland. Der Satz hört sich komisch an. Mit der transsibirischen Eisenbahn dorthin fahren? Du meinst mit der transsibirischen Eisenbahn dort durchfahren? Weil sie transsibirische Eisenbahn heißt. Ja. Sie fährt ja nicht dahin, sondern durch. Sie fährt durch Sibirien. Aber da ist kalt. Doch, ist richtig. Weiterklicken ist richtig. Samstag. Was gibt's denn morgen Schönes für Wetter? Regen. Morgen wird den ganzen Tag regnen. Wow, auf dem letzten Tag. Sehr gut. Ja. Riesenkürbis, 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 Riesenkürbis. Wupp, wupp. Wupp, wupp. So. Wie gesagt, Kreisrennen, ich sehe es gerade im Stream. Saketa, ich würde sagen... Nein! Die Botschaft würde ich vielleicht durchgehen lassen. Laden. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht zählt. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Also, ich ernte die jetzt alle ab. Ich hatte einen Riesenkürbis, das reicht mir. Alles ernten. Das ist der Kürbiskönig! Übrigens, den Riesenkürbis hätte ich auch stehen lassen können. Der bleibt nämlich auch über die Jahreszeiten da stehen. Das heißt, man kann Riesenfrüchte anbauen, hoffen, dass sie riesig werden und dann einfach stehen lassen. Ich habe überlegt, was das für komische Geräusche sind, aber das bist du, der Kürbis aus der Erde zieht. Ja, ich habe Level 10 erreicht. Warte mal. Ich habe Level 10 erreicht. Willst du die restlichen Kürbisse ernten? Ja, da bin ich irgendwie Level 3 oder sowas auf einmal. Da kannst du auch da unten noch alles ernten dann heute. Kürbis, ja. Kürbis, Kürbis. Alles in die unteren Kisten hier. Achso, wir müssen eh noch Kisten für den Winter bauen. In die kürbisfarbigen Kisten? In die kürbisfarbige Kiste, genau. Ja. Ich habe nichts auf die Verpackung gesagt. Das ist, ja. Ich habe es verkehrt rum gemacht. Es ist quasi wie im Asialaden, ne? Wo ich gesagt habe, das sieht alles so super aus, aber ich habe keine Ahnung, was da manchmal drin ist, weil es einfach nicht draufsteht oder halt doch schon draufsteht, aber nicht leserlich. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, man sollte einfach viel mehr, wenn man halt sagt, okay, also sobald ich später sage, okay, ich habe genug Geld, mein Job bringt mir genug Geld ein, dass ich sage, auch wenn ich das jetzt ausgebe, ist das nicht so schlimm, auch wenn ich es nicht kenne, dann kaufe ich einfach die Sachen. Egal was drin ist, alles ausprobieren. Also, ja, ich würde mich auch am liebsten einmal quer durch diesen Laden durchkochen, aber... Aber nicht nur im Asialaden, in allen möglichen Läden. Wir waren ja neulich auch in einem, arabischen Laden? Was war das für ein Laden? Marokkaner? Arabischer. Einfach nur arabischer Laden. Auf jeden Fall sah das auch alles so super lecker aus und super unbekannt und ich will es ausprobieren und... Das ist für mich schon alleine dieses Essen, ja, ist für mich der größte Grund, weshalb Rassismus abgeschafft werden sollte. Weil wenn es keinen Rassismus mehr gibt und nicht mehr diese nationalistischen, protektionistischen Läden, Länder und was weiß ich nicht was, jetzt geht's los. Dann können wir uns einfach überall treffen und unbekannte Sachen essen und super neue Sachen entdecken und wie cool ist das denn? Auch wenn Rassismus nicht abgeschafft wurde, können wir das trotzdem machen. Naja, dann haben wir ja Rassismus für uns schon mal abgeschafft, ist doch gut. Wenn wir das machen, haben wir weniger Rassismus. Ja. Ich finde, das sollten alle machen. Das mache ich jetzt so. Okay. Ente, so. Ente, Ente, okay. Ganz. Sag endlich ganz. Ich finde das gut, dass ich mit euch den Rassismus abgeschafft habe. Wieso habe ich eigentlich immer noch 45 Fieldsnacks in der Tasche? Keine Ahnung. Bei mir am Haus an die Kiste. Ich muss unbedingt im Winter das Kistensystem umsortieren. Ja. Irgendwo bei guten Speisen muss man auch das Parteiprogramm zusammenbringen, Saketa. So. Was haben wir denn noch hier? Weißt du was? Es ist 11:30 Uhr. Ich schmeiß nochmal Gold an und dann gehe ich nochmal in die Mine. Na, ich gehe heute nicht in die Mine. Heute ist schlechter Tag, um in die Mine zu gehen. Ja, aber ob ich jetzt nur in der Mine bin oder gar nicht in der Mine bin, ist auch egal. Oder so. Ich verstehe, was du meinst. So. Ich gehe mein Fishing-Level noch weiter upgraden. Und ich freue mich, ich habe Nein, wieso hast du das Gras da weggehauen? Neben meinen Recycling-Maschinen, das sollte da bleiben. Du, morgen müssen wir eh das ganze Gras abmachen. Das war hübsch. Ja, du bist auch hübsch, trotzdem mähe ich dich ab. Moment, was? 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 Du kannst nicht sowas einfach sagen. Es geht nicht. Das verstört dich, oder? Ja. Mission accomplished. See you next mission. Bam, 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 bam. Badam, bam, bam. Ach, Suki. Eine wichtige Sache, die du lernen musst, Suki. Nimm maximal 10% von dem, was ich sage, für voll. Das ist schon sehr hoch. Sei nicht so gemein zu mir. Was? Box dich. Hast du die Sachen alle in die Kiste gepackt oder hast du was verkauft? Was? Von? Hast du heute schon irgendwas verkauft? Nein. Rein einfach. Okay, dann verkaufe ich noch schnell was. Weil die Folge ja heute dann zu Ende ist. Naja. Ich verkaufe das da. Doch, habe ich nicht. Normalerweise habe ich immer was drin von den Tieren halt. Nein, 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 ich glaube nicht, dass das in beide Richtungen funktioniert, Sassi. Also, nur weil du Döner isst, musst du nicht Rassist sein. Ja, ja. Das heißt aber nicht, dass sie die einzigen sind, die Döner essen gehen. Viele Menschen gehen Döner essen. Ja. Hofgebäude errichten. So. Wo hättest du gerne einen Verkaufsbehälter? Ich habe 2 Iridium-Erz gefunden. Ja, wo hättest du einen Verkaufsbehälter? Pack den einfach irgendwo neben mein Haus. Soll ich oben einen bei den Tieren hinpacken? Direkt zwischen die beiden Ställe? Kannst du den zwischen die Ställe packen? Ja, nee, das sind genau 2 Platz. Nee, das ist blöd. Kannst du den rechts neben die Tür vom Gewächshaus packen? Quasi noch vor das Gewächshaus? Ja, da steht jetzt einer. Und ich kann auch noch eine vor dein Haus packen. Du kannst auch einen vor mein Haus packen. Die kosten nur 250 und 100, Geld und 150 Holz. Ja, wenn wir etwas so viel halten wie Holz, wäre super. Verdammt. Ich würde ihn gerne direkt vor dein Haus packen, das geht aber nicht. Direkt vor die Tür? Nee, neben die Tür, aber da stehen Fackeln. Geh mal schnell dahin, nimm die Fackel weg. Ich bin in der Mine. Stell ihn rechts neben mein Haus. Rechts neben mein Haus, okay. Dass er abschließt mit dem Haus. So, du hast eine Verkaufsbox rechts neben deinem Haus. Ja. Versandbehälter ist bereits vorgebaut. Deswegen gibt es keine Aufbauzeit. Ist das nicht bequem? Wow, ja, sie ist einfach gegangen, während ich noch Sachen kaufen wollte. Weil sie noch mit dir geredet. Weil 17 Uhr ist. Weißt du, sie redet noch mit mir, aber jetzt steht sie da lieber da unten noch rum, anstatt Geld zu verdienen. Dann halt nicht. Oh, ich kann dann nicht in die Stadt gehen, weil die heutige Veranstaltung gerade vorbereitet wird. Die Folge wird ja heute ein bisschen länger, weil wir länger wach sind. Stimmt, wir müssen ja noch das andere machen. Ach, da muss ich durch das blöde Labyrinth wieder durchlaufen, oder? Ja, das ist super easy. Das ist supercalifragilisticexpialigetisch. Vor einem Moment, eigentlich heißt es ja, der als erstes durch das Ding durchkommt, bekommt den. Kriegen wir den jetzt beide? Ich weiß es nicht. Ein Follow von Saketa. Dankeschön für den Follow. Schön, dass du gerne öfter vorbeischauen möchtest. Das freut mich. Ich freue mich über jeden, der die Familie vergrößert. Denn jeder weiß, Freunde sind wie Kartoffeln. Wenn man sie isst, sterben sie. Ich finde, diesen Spruch solltest du in die Notification reinmachen, wenn du einen Follow kriegst. Na, weiß ich nicht. Das wird dann die Subscription-Message, wenn das irgendwann soweit gehen sollte. Wann geht das los? Hä? Wann geht das Fest los? Das Fest? 22 Uhr oder so. Ach so. Hätte ich gar nicht zurückkommen brauchen jetzt so. Naja, egal. Wir können übrigens deine Verkaufsbox später auch noch verschieben oder so. Genauso wie dein Haus komplett. Du willst mein Haus verschieben? Ne, wir könnten. Wir ja, das liegt daran, dass obwohl auch einige eigentlich intelligente Menschen Rassisten sind, Rassisten generell, auch wenn sie intelligent sind, einfach dumm sind. Weil alleine schon so etwas wie eine bessere Rasse oder so ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn alles, was sie konsumieren, ob es fleischlich oder pflanzlich ist, daraus entstanden ist, dass man verschiedene Sachen gekreuzt hat, dass man von allen das Beste genommen hat, dass man auch, dass der Mensch irgendwie zum Beispiel von den Tieren und von den Pflanzen gelernt hat. Also irgendwie ist der Mensch, in dem wie er lebt, nur so weit gekommen, weil er sich ausgetauscht und alles. Und ist es dann nicht irgendwie dumm zu sagen, hey, wir sind besser, ihr sollt wegbleiben? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ergibt das mal für mich keinen Sinn oder macht das einfach... Das macht nicht mal Sinn. Ich verstehe sie auch nicht. Gold, 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 Gold. Gold, Gold, Gold. Gold. Nein, ich will das nicht. Gold, Gold, Iridium. Wir können dann schon 3 Iridium-Sprinkler bauen. Das ist gut für den Winter, für unsere... Ja, wir brauchen ja noch 4 maximal. Ja, wenn du die Kleinen noch dazu nimmst. Ja, die Geisternacht hat begonnen am Stadtplatz. Auf zur Geisternacht. Ich würde die Kleinen auch dazu nehmen, weil dann brauchen wir nicht erstmal Iridium-Sprinkler machen und haben trotzdem alles abgedeckt. Ja, ja, ich würde halt im Winter die auch noch draußen sonst erstmal für die Winterseeds nehmen, die wir noch kriegen werden. Hä? Die Iridium-Sprinkler? Nee, nee, die Kleinen. Von den Kleinen können wir doch so viel bauen, wie wir wollen. Na, die kosten ja auch Rohstoffe. Ich finde es übrigens gut, dass das Jack-O-Lantern-Rezept jetzt zu kaufen ist. Jetzt, wo es dann vorbei ist. Ich habe mir gerade einen Grabstein gekauft für 53. Ja, ich kenne auch solche Leute, schimpfen über die ganzen Türken und Kurden und was auch immer. Und ist ein bisschen blöd, sowas zu diskutieren, wenn nach einer Folge nur gerade dein Punkt immer nur gezeigt wird, weil der Chat einfach nicht gelesen werden kann. Das stimmt. Leute, wir unterhalten uns gerade über, dass Rassismus dumm ist. Ich glaube, das habt ihr alles verstanden. Ich habe einen goldenen Kürbis gefunden. Ich will auch einen goldenen Kürbis. Bin mir nicht sicher, ob du den auch finden kannst. Wo bist denn du? Da, wo es leuchtet. Du hast keinen Doch, habe ich. Hast du auch einen Kürbis gekriegt? Ja. Ich glaube, der bringt uns nämlich 2500 oder so. Ja. Bringt der nicht nur 1000? Ne, 2500. Ich habe eine Infomod. Ich weiß das. Da. So bin ich. Ich finde, das Schild hätten sie da nicht mal hinstellen müssen. Das Fragezeichenschild? Ja. Ist aber sehr witzig. Witzig ist das Ding, was immer auf dem Bildschirm erscheint. Und wer stellt dort mitten einen eitel CAT mitten so in... Das ergibt keinen Sinn. Aber hier auf der Karte kann ich mich leider nicht rausbagen und Dings. Weiß nicht, wie das geht. Sammlervogelscheuche, die können wir erst nächstes Jahr kaufen. Kürbislaternen-Rezept würde ich gerne kaufen, aber ist nicht. Fedora. Ja, den Fedora hast du doch schon. Ja, ich habe einen Fedora. Das ist mir gerade eingefallen. So, dieses Fest ist langweilig. Wir haben alles gemacht, was wir machen konnten. Wir könnten mit allen quatschen, aber es ändert nichts. Deswegen gehen wir schlafen. So, und jetzt können wir den Kürbis da einfach mal hinstellen. Den Kürbis hinstellen? Wo? Auf meinem ich habe mal auf den Tisch gestellt. Ach, die kann man tatsächlich irgendwo hinstellen? Ja, ja, du kannst auch einfach auf dem Boden platzieren, aber nur im Haushalt. So, es ist 0:30 Uhr, das einzige Festival, wo man wirklich später rauskommt, weil es halt so spät erst startet. Sonst ist man meistens gegen 22 Uhr zurück. Nee, ich weiß nicht. Mondlichtquallen ist, glaube ich, auch erst um 0 Uhr. Weiß ich nicht genau. Ich habe keine Ahnung. So, Hofarbeit Stufe 10. Wähle einen Beruf. Handwerker, Handwerkswaren, Wein, Käse, Öl etc. sind 40% mehr wert. Oder Landwirt. Alle Pflanzen wachsen 10% schneller. Und ich wähle da natürlich den Handwerker, weil ich später sehr viel auf das Öl gehe, auf das Trüffelöl. Und das einfach unglaublich wertvoll wird. Welchen hattest du vorgenommen? Den Tiller, also hier Bauer. Ich überlege gerade, welche ich nehme, weil ich bin gerade quasi instant auf Stufe 5 aufgestiegen. Was ist ein Bauer? Das andere ist Rancher, ne? Rancher oder Ackerbauer. Tierische Produkte 20% oder Nutzpflanzen sind 10%. Naja, du hast bei den tierischen Produkten, hast du dann auf Stufe 10, so viel noch kurz gesagt, Leute, hast du noch Stufe 10 die Möglichkeit, dass du entweder Tiere in dem kleinen Stall schneller befreundest, also dass du dich schneller mit ihnen anfreundest, oder bei der anderen Möglichkeit, dass du Tiere in der Scheune schneller anfreundest. Das ist beides nicht so wahr. Eben. Deswegen wähle ich eigentlich immer den Ackerbauern, weil ja, das ist halt was dir halt dauerhaft was bringt, weil du holst dir nicht so oft neue Tiere. Ja, so, ich bin auf Stufe 5 aufgestiegen, instant, wie gesagt. Ja. Und ich drücke jetzt nicht auf OK. In dieser Moment, Leute, ganz kurz. Ansonsten war es nämlich für heute erstmal mit dieser Folge. Und wir machen erstmal Schluss. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Tschüss. Ciao.